Herzlich willkommen bei Yogisch 11. Mein Name ist Christian Schiffer und ich bin Yogi Löw. Hört sich schizophren an, ist es aber nicht. Und ihr seid herzlich eingeladen, mir heute bei einer Aufnahme von Yogisch 11 über die Schulter zu schauen. Ah ja, wörtlich, okay. Und da ist die Folge und wenn wir uns Mühe geben, dann wird das alles auch sehr, sehr lustig. So. Jungs, der Tim Wiese ist ja unter die Frestler gegangen. Da gehen wir heute mal beim Training zuschauen. Hau ihm eine rein! Los jetzt! Den schaffst du! Jogi, das ist doch nur der Typ, der den Trainingsraum aufschließt. Ach so, dann hau ihm keine rein, Kalli. Ah, der Tim Wiese. Jogi, Mahula, Wova, Walala. Realisiert man, dass das Jabba the Hutt ist? Yogi, Mahula, Wova, Walala. So redet er halt. Er sagt, er haut alles kurz und klein und er will wissen, wer auf seinem Parkplatz geparkt hat. Ich glaube, das sind wir, Yogi. Tim Wiese, ich verrate niemanden aus den eigenen Reihen. Der Lukas war's. Ah, der würgt mich! Tim, ich kann deine Arm-Tattoos lesen. Die ergeben keinen Sinn. Oh, nicht noch fester, bitte. Ich kann das nicht mit ansehen. Tim, komm her. Ich bin nicht Kalli Knusper, der fiese Frittenfriedhof. Ich kämpf schon seit Jahren mit meinem Gefischt. So, zack, Clothesline. Es ist mal lustig, wie man so akustisch 200 Kilo zunimmt, wenn man Kalli spricht. Kalli, ich glaub an dich! Jerome, 50 Euro auf Tim Wiese. War das fies genug? Keine gute Idee, Trainer. Der Tim Wiese kann nicht wirklich mit Geld umgehen. Und hinten dran noch ein Suplex und zum Abschluss einen Elbow-Drop vom dritten Seil. Kalli, du hast den Wiese total zerlegt. Nee, Jogi, beim Wrestling ist alles nur Show. Tim, hier sind deine Zähne und deine Ohrringe. Nix für Unjut. Yogis 11. Werde auch du Teil der Mannschaft. Genau, und komm auf die Facebook-Seite von Yogis 11. Yogi gefällt das.